Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Oh mein Gott, sie ist eingetroffen, die Trend Raider Box, und ich freue mich riesig. Die ist wieder prall gefüllt und ich weiß noch nicht, was drin ist. Ich habe mir nur kurz angeschaut, weil es eine Info gab, dass in der Bloggerbox etwas drin ist, was in der normalen Box nicht drin ist, sondern ein Code dafür, weil das etwas ist, was sich jeder selbst individuell bestellen kann. Und das finde ich sehr interessant. Ich öffne die Box. Es geht los. Das Heftchen Find Your Balance. Okay. Da stehen die Produkte drin. Das lasse ich mal noch zur Seite und ich greife raus. Als erstes habe ich hier ein Handtuch und sowas finde ich gut, weil das kann ich immer gebrauchen. Außerdem sieht es sehr hübsch aus. Das Spirit of Om, bioenergetische Kleidung. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Und das werde ich jetzt mal auspacken. Ach, das ist ja mega hübsch. Oh, das sieht ja wahnsinnig schön aus. Könnte auch ein gutes Deckchen sein, so für auf den Tisch oder so. Gefällt mir. Ja, finde ich gut. Sehr schön. Werde ich auch benutzen. Ich schaue mal nach, was es kostet. Feng Shui Handtuch. 14,90 Euro. Sehr interessant. Es geht weiter. Ein Planer ist mit drin. Und zwar von Gros. Da war schon mal ein Heftchen mit drin oder so ein Büchlein. Das war auch richtig cool. Und das hier finde ich jetzt auch echt super schön. Jetzt ist meine Zeit der Planer für meine Work-Life-Balance. Sowas ist ja jetzt auch gerade sehr angesagt. Hier kann man die einzelnen Tage eintragen, dann wie der Tag heute war, was man so geplant hat. Dann sind da auch so kleine Motivationssprüche mit drin. Sehr interessant. Immer so ein 4-Wochen-Rückblick. Dann kann man auch nochmal Revue passieren lassen. Was war gut, was war nicht so gut? Woran kann ich noch ein bisschen besser arbeiten? Was habe ich noch geplant? Sehr schön, das gefällt mir auch. Ich gucke mal nach, was das kostet. Wo habe ich das? 14,99 Euro. Ja, das ist in Ordnung. Nächstes. Kaffee, immer gut. Kaffeecrema. Cool. Ich liebe ja Kaffee und ich mag das, wenn da so kleine Proben auch mit drin sind. Finde ich sehr schön. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren und euch wieder berichten. Letztes Mal war ja auch schon mal eine Kaffeeprobe mit drin. Das habe ich euch im Aufgebraucht-Video gezeigt und dazu gesagt, wie ich es fand. Das ist so eine kleine Probe. Bio-Kaffee von Kaffee Intention. Und zwar kostet das 1,60 Euro. Bin ich sehr gespannt drauf. Natürlich aus Fairtrade-Anbau. Cool. Moment. Was? Ah, okay. Emoikal. Die kenne ich. Die waren auch schon mal in einer anderen Box. Und mir sind die ein bisschen zu scharf. Deswegen werde ich die auch wieder verlosen. Und ich werde in diesem Video auch was verlosen. Und vielleicht passen die noch ins Paketchen mit rein. Dann werde ich die auf jeden Fall mitschicken. Emoikal, Ingwer. Die kosten 1,99 Euro. Ingwer-Shot, ja. Nächstes. Oh, cool. Von Cosnature. Die Marke kenne ich. Finde ich auch sehr schön. Da habe ich auch ein paar Produkte da. Habe auch noch eine Gesichtsmaske da. Muss ich noch ausprobieren. Das hier ist jetzt eine straffende Körperpflege. Anspruchsvolle Haut. Regenerationsöl mit Granatapfel. Okay, ich packe das mal aus. Guck's mir mal an. Ah ja. Sieht auf jeden Fall echt wunderschön aus. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch, ja, da steht sogar, zur täglichen Pflege für Massagen und nach der Rasur geeignet. Ja, so ein Massageöl. Ja, hat einen leichten Duft. Ist bestimmt sehr, sehr gut für die Haut. Gerade am Rücken ist die Haut ja oftmals so ein bisschen unausgeglichen. Werden wir auf jeden Fall ausprobieren. Ich und mein Mann.
weil wir uns mal abends vorm Fernsehen ein bisschen den Rücken massieren. Nicht, was ihr jetzt denkt. 3,49 Euro, das finde ich auch völlig in Ordnung vom Preis. Ist nicht so hoch, sind 100 Milliliter drin, finde ich schön. Ja, meistens ist sowas ja sehr teuer, aber das finde ich jetzt in Ordnung. Nächstes Produkt. Oh, interessant. Chinchilla Bambuswattestäbchen, biologisch abbaubar, 200 Stück. Kann man auch immer brauchen. Und ich möchte mir die jetzt auch mal anschauen. Oh, sind schon ein paar rausgesprungen. Die Packung stand unter Druck. Sehen schön aus. Auch die Schachtel gefällt mir. Ja, auf jeden Fall werden die benutzt. Finde ich auch sehr gut. Also ich finde die Box bis jetzt wieder richtig gut. Ja, doch, bis auf die Bonbons, weil mir die persönlich einfach zu scharf sind, weil ich so eine Lusche bin. Aber richtig schön. 3,95 Euro. Chinchilla Pro. Ich werde alle Produkte wieder in der Infobox inklusive Website verlinken. Dann könnt ihr da mal nachschauen, wenn euch was gefällt, und könnt das nachkaufen. Oder ihr bestellt euch die Box. Nächstes. Primavera. Kenne ich auch die Marke. Yoga Flow. Duft Roll-On für bewusstes Atmen. Bewusst atmen, die eigene Mitte finden. Mitte, Grapefruit und Sandelholz unterstützen uns dabei und sorgen für fruchtige Frische beim Yoga-Workout. Auf Nacken, Schläfen oder das Handgelenk auftragen. Interessant. Oh, das riecht ja richtig gut, Leute. Oh, das riecht toll. Ich mache zwar kein Yoga. Ich habe die Zeit nicht dafür. Aber das riecht sehr gut. 9,90 Euro. 10 Milliliter. Gefällt mir. Ja, finde ich auch schön. Nächstes. Was Kleines. Oh, okay. Kenne ich gar nicht. Sowas hier. Tea Balls. Nachfüllbar. Grüner Tee. 30 bis 60 Tassen. Sieht auch interessant aus. Okay, wie so ein Süßstoffspender. Okay, kenne ich gar nicht, noch nie gesehen sowas. Extrakt Pressling. Ich lese mal, was dazu im Heftchen steht. T-Balls Tee, shop-t-balls.de, 6,90 Euro. Und da kann man wohl 3 bis 4 von den Teaballs in eine Tasse oder in heißes Wasser machen. Und dann hat man Tee, ist auch richtig praktisch für unterwegs vielleicht auch, weil ja so ein Teebeutel mit rumschleppen ist irgendwie auch ein bisschen daneben. Das ist schon praktischer hier. Und da gibt es verschiedene Sorten auch davon. Ich habe jetzt hier grüner Tee. Ist eher was für morgens dann, weil, also ich werde davon dann schon echt richtig wach. Also grüner Tee putscht mich richtig auf. Nächstes. Zettel. Oh, okay. Mit Liebe gepackt von Janka. Ja, sie hat noch nie meine Box gepackt. Da lernt man auch mal die Leute kennen, die hinter der Trendradar Box stecken. Und ich habe gesehen, dass es auch demnächst irgendwann auf Instagram, glaube ich, da machen die was live. Und da ist sie auch dabei, habe ich gelesen. Bin ich mal gespannt, werde ich auf jeden Fall reinschauen. Und es geht weiter. Eine Tube, eine Handcreme von Cartier, eine sehr, sehr gute Marke. Davon habe ich auch eine Maske da, so eine Crememaske mit Heilerde. Und die habe ich auch schon 2-3 Mal gemacht und die finde ich auch gut. Handcreme mit, oh Gott, jetzt kommt's, irgendeiner Blume. Ich lese mal nach. Heilerde-Handcreme. Die intensiv pflegende Creme erhält ihre Kraft durch weiße Heilerde und Bio-Meisterwurz. Das habe ich noch nie gehört.
Weiße Heilerde hat eine regenerierende, beruhigende Wirkung und eliminiert zudem Giftstoffe sowie Unreinheiten, während sie gleichzeitig den Prozess der Zellerneuerung fördert. Ein Jungbrunnen für deine Hände. 2,91 Euro. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Nächstes. Was ist das? Oh, lecker, ein Saft. Von Rabenhorst. Wohlfühlen mit Eisen für die Blutbildung. Und das kenne ich, weil ich habe das schon mal bei meiner Mutter gesehen. Sie benutzt sowas und ich werde das dann auch mal probieren mit Hibiskusblütenessenz, Eisen, Vitamin C, B12 und B6. 125 Milliliter sind da drin. Finde ich gut. Kostet 98 Cent, ist auch in Ordnung. Und das kann man sich vielleicht auch ein bisschen mischen oder ja, so für unterwegs dann. Gegen Herbstmüdigkeit. Cool. Ja, schön. Da ist immer so eine gute Mischung drin in der Box. Ah, okay. Eine Creme von I plus M. Die Marke kenne ich. Habe ich auch schon einiges von getestet. Eine ausgleichende Creme mit Tonerde und Aloe Vera. Sehr schön. Riecht auch schon gut. Ich mag ja den Geruch von so Naturkosmetik. Ah, okay. Oh, jetzt habe ich schon aufgerissen, aber ich habe ja noch nicht gedrückt. Anti-Blue Light. Also das ist wohl auch irgendwie gegen so Handylicht, gegen diese Handylichtstrahlen. Was steht denn dazu hier im Heftchen? Ich finde das immer sehr praktisch, wenn man so ein Heft mit dabei hat, dass man da richtig gucken kann. 19,80 Euro, Leute. Alleine mit der Creme, da habt ihr die Box schon fast raus. Der Wahnsinn. Von Stress und den alltäglichen Umwelteinflüssen geplagt, sehnt sich auch deine Haut nach Ruhe und Entspannung. Dabei ist das Beste für dein größtes Sinnesorgan nur gut genug. Und eben drum wollen wir in der Novemberbox dich und deine Haut mit einer hochwertigen Pflegecreme von I plus M Naturkosmetik zu vollkommener Harmonie und Ausgeglichenheit führen. Ob beruhigend und mattierend mit Tonerde und Aloe Vera oder regenerierend und aufbauend mit Sandorn und Mandel, weil da kann auch noch eine andere Variante drin sein. Dank der veganen und fair produzierten Cremes wirst du dich nur noch mehr in deiner Haut verlieben. Du findest entweder die Phyto Balance oder die Freistil-Sensitivpflege in deiner Box. Okay, sehr cooles Produkt. Wir sind noch nicht am Ende. Was ist das? Was Großes? Ach genau, und das ist das hier. Wo ihr, das ist nämlich diese, ich dachte zuerst, weil da stand was mit Cup und ich dachte zuerst, Divine Cups heißt das nämlich und ich dachte zuerst eine Tasse, man kann sich eine Tasse aussuchen, habe überhaupt nichts gerallt, aber als ich das dann mal gegoogelt habe, wusste ich dann auch Bescheid. Ja, manchmal hat man nicht so den Durchblick irgendwie, vor allem ich nicht. Ja, da ist bei euch ein Gutschein dann mit drin, damit ihr euch das individuell aussuchen könnt, nach Größenwunsch, nach Farbwunsch, was ihr halt benötigt. Und das ist eine Menstruationstasse. Genau. Und ich werde es jetzt nur mal kurz aufmachen und euch zeigen. Und ich möchte das auch nicht so gerne. Ja, also es sind zwei drin. Einmal so ein türkises und ein hellrosanes. Aber ich werde es jetzt nicht berühren. Ich werde es auch gleich wieder zumachen, weil ich das verlosen möchte. Ich habe es nicht angefasst, Leute. Es ist nur so, dass ich persönlich es nicht benötige, weil ich meine Periode nicht so habe, dass ich das jetzt benötigen würde. Ich habe das immer nur ganz, 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 ganz wenig und auch immer nur, wenn ich zur Toilette gehe. Deswegen brauche ich es nicht und ich kenne jetzt auch niemanden, der es benutzt und deswegen dachte ich, ich verlose es an euch. Wenn ihr das nicht möchtet, wenn es in eurem Verlosungspaket dabei ist, ist das gar kein Problem. Aber ich kann auch vorher fragen, möchtet ihr es haben oder nicht und dann würde ich es mit reinpacken oder nicht. Wie gesagt, es ist noch unberührt. Was kostet es? Ich wollte doch noch nachgucken. Steht da was, was es kostet? Ist mit Sicherheit auch nicht günstig. Und ich finde das cool, dass man sich das dann aussuchen kann. Nein, steht nichts drin. Ja. Ein Gutscheincode bekommt ihr. Dann das vorletzte Produkt ist etwas
sehr, sehr, sehr Großes. Komm schon. Oh, Leute, und ich finde das so schön. Oh. Ich weiß, ich habe schon 100 Flaschen daheim, aber ich stehe auf sowas. Ich weiß nicht, ich mag das einfach. Ich finde das richtig cool. Powerful Planet Saving Device. Was ist das? Saving the Planet is hot and cool. Dopper, irgendeine Flasche. Ich probiere es aus. Ich bin total aufgeregt. Ich finde es richtig cool. Steamy Pink ist das hier. Natürlich absolut mein Geschmack von der Farbe, von weiß, hellrosa. Ach, das, ihr merkt schon, das ist mein persönliches Highlight. Oh, ich finde die so schön. Und da ist es irgendwie sowas. Okay, das finde ich so cool. Ah, irgendwie, man kann das auch anders. Ah, das ist irgendwie noch so eine Tasse. Genau, das macht man dann so. Und dann hat man eine Tasse. Ja. Also mir persönlich als Pfälzerin fällt da jetzt direkt ein. Glühwein. Cool. Mir gefällt's. Ich finde es so schön. Und da ist auch richtig viel Platz drin. Was, ich glaube, 500 Milliliter waren das. Habe ich hier gelesen. Genau. Schön. Freue mich. Was steht hier im Heft? 34,50. Also Leute, alleine schon dafür lohnt sich die Box zu bestellen, weil die Box günstiger ist als die Trinkflasche. Isoliertrinkflasche. Von Dopper. Ja, man kann Tee, Kaffee, Saft, Wasser frisch gekühlt oder wohlig warm reinfüllen und hat dann halt direkt eine Tasse mit dabei und ja, mit einem Fuß zum Stehen. Ja, genau. Steht da auch alles dabei. Habe ich direkt schon mal richtig erkannt. Finde ich echt mega schön. Also, ich finde, ganz ehrlich, ich finde die Box ja wieder so gut. Und dann habe ich hier noch ein Heftchen mit drin. Digitale Klimaschule. 10 digitale Helfer für dich und deinen Planeten. Ist so ein kleines Heftchen mit dabei. Mit Informationen. Ja, auch sehr schön. Finde ich cool. Kann man sich mal durchlesen. Ist bestimmt auch was Interessantes mit dabei. Wie viel CO2 brauchst du zum Leben? Ja, ist schon interessant, wenn man sich das mal überlegt. Ja. Dann war noch ein Flyer mit dabei. Oha, was ist das denn Cooles? Oh, ein 10% Gutscheincode UpCandle 2020. Das ist der Gutscheincode und zwar für eine, ja, für eine UpCandle. Klingt super interessant und da ist auch ein Duft für jede Stimmung, steht hier hinten drauf. Weltenbummler, der Duft zum Glücklichsein. Dann gibt es noch Waldspaziergang, der Duft zum Stress abbauen. Kiezsauna, der Duft zum Energietanken. Flora, der Duft zum Kräfte aktivieren. Auch interessant, werde ich mich mal umschauen, auf der Seite werde ich euch auch verlinken, Rabattcode werde ich euch in die Infobox schreiben und dann habe ich hier noch das Heftchen mit drin, da ist ja immer ein anderes mit dabei und das finde ich jetzt richtig schön. Hücke heißt das jetzt und das kostet, was kostet das? 5,50 Euro und ja, sind glaube ich auch Rezepte mit dabei, ja, oh, toll. Ach, und sowas mag ich ja. So alte Bilder liebe ich ja total. Oh, was ist das denn noch? Ein kleines Bild. Werde ich mir auf jeden Fall durchblättern. Weihnachtsidee, noch mehr Rezepte. Oh mein Gott, das sieht lecker aus. Was esst ihr an Weihnachten? Würde mich brennend interessieren. Schreibt es mir bitte mal in die Kommentare, damit ich mich da mal informieren kann. Es ist nicht mehr lange Zeit und ich habe noch überhaupt gar keine Idee. Ja, also wir werden hier zu dritt feiern und deswegen werde ich jetzt da keinen riesengroßen Braten oder irgendwas machen. Ja, vielleicht habt ihr eine Idee.
dann schreibt es mir gerne oder was ihr so esst, wie ihr Weihnachten feiert, würde mich interessieren, gerade jetzt, Corona und so. Ja, das war's. Ich möchte noch was verlosen. Das ist da drin und da werde ich wahrscheinlich gleich noch die Emolkal reinstecken. Ja, das könnte noch passen und ich werde noch nicht verraten, was da drin ist. Ich zeige es nicht, mache ich ja nie, aber ich kann schon mal sagen, es ist auf jeden Fall ein Parfüm mit drin und 5 Lippenprodukte, also 5 Liquid Lipsticks, Masken, Handcreme, ja, diverse Sachen. Was ihr dafür tun müsst, um zu gewinnen, das steht in der Infobox. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr bleibt mir alle gesund und erhalten. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.